Sie sind hier, 12. Januar 2019, 15.21 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Sandra Ringwald sprintete auf Rang 7 Urheberrecht Getty Images. Langläuferin Sandra Ringwald erreicht beim Weltcup in Dresden ihr bestes Resultat in diesem Winter. Die Männer erleben einen schwarzen Tag. Skilangläuferin Sandra Ringwald hat beim Weltcup in Dresden ihr bestes Resultat des bisherigen Winters eingefahren. Die bislang in dieser Saison schwächelnde 28-Jährige schied im Einzelsprint am Samstag zwar im Halbfinale aus, kam in der Endabrechnung jedoch auf einen guten Rang 7. Bislang war ein 13. Platz im Sprint von Lillehammer Ende November ihr bestes Ergebnis gewesen. Den Tagessieg beim Cityrennen am Elbufer sicherte sich im Finale vor 2400 Zuschauern Sprint-Olympiasiegerin Stina Nilsson aus Schweden vor ihren beiden Teamkolleginnen Maja Dahlqvist 0,24 Sekunden zurück und Jona Sundling 0,54 Sekunden zurück. Schlechtes Ergebnis für deutsche Herren. Von den übrigen 8 deutschen Starterinnen waren außer der bereits für die nordische Ski-WM in Seefeld, Österreich, 19. Februar bis 3. März qualifizierte Ringwald 6 Läuferinnen im Viertelfinale ausgeschieden. Nur Antonia Frebel hatte es nach Platz 37 im Prolog gar nicht erst in die Endläufe geschafft. Die deutschen Männer erlebten wieder einmal einen schwarzen Tag. Einzig Sebastian Eisenlauer und Janosch Brugger hatten sich von den 7 Startern des Deutschen Skiverbandes, DSV, für das Viertelfinale qualifiziert, scheiterten dort jedoch klar. Den Tagessieg holte in Abwesenheit des Langlaufdominators Johannes Høsflöt Klebo, Norwegen, dessen Landsmann Sindre Bjørnestad Skar. Von Sportinformationsdienst.